9. Oederaner Fahrradtag. Weshalb fiel er 2009 aus, fragten wir Erika Wünsch von der Stadtinformation. Voriges Jahr ist es ausgefallen aufgrund dieser Verwaltungsvorschrift, Bundesverwaltungsvorschrift, dass also nicht mehr auf Bundesstraßen und Kreisstraßen solche Touren durchgeführt werden dürfen. Und dieses Jahr haben wir gesagt, dann suchen wir uns eine Strecke, die so wenig wie möglich Bundesstraßen kreuzt, beziehungsweise überhaupt nie befahren werden. Und damit findet sie so wieder statt. Der Interessenverein Hetzdorfer Viadukt unterstützt die Veranstaltung mit einem Imbiss und Infostand. Liebe Teilnehmer, am 9. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Steffen Schneider setzt sich die Karawane von 140 Radfahrern in Bewegung. Der Jüngste zählte 8 Jahre und der Älteste 76 Jahre. Die Mountainbiker bewegten sich auf einer Strecke von 12 Kilometer in Richtung Hetzdorf. Die Straßenfahrer rollen Richtung Frankenstein, Memmendorf, Schönerstadt und Breitenau. Rund um Oederan eine Strecke von ca. 47 Kilometern. Unter ihnen Oederans Ex-Bürgermeister Gernot Krasselt.